Herzlich willkommen, mein Name ist Malermeister Max Tiede und heute geht es um die additive Farbmischung. Was genau das ist, das alles nach dem Intro. Viel Spaß! Zuerst einmal für dein besseres Verständnis wird die additive Farbmischung auch Lichtmischung genannt. Wenn Licht gebrochen wird, zum Beispiel durch ein Prisma, dann siehst du dahinter das Spektrum, also das Farbspektrum. Das sind alle sichtbaren Strahlungen und diese Farben, die du dann dahinter siehst, nennt man auch Spektralfarben. Wenn du diese wieder einfängst und bündelst, auf eine Fläche strahlst, dann hast du wieder weißes Licht. Und das nennt man dann additive Farbmischung. Die additive Farbmischung fängt bei Schwarz an, also kein Licht, und hört bei Weiß auf, also alle Spektralfarben auf einen Punkt, das ergibt Weiß. Die Grundfarben der additiven Farbmischung sind Rot, Blau und Grün. Nimmst du jetzt zwei Lichtquellen und packst jeweils eine rote Folie vor den einen Scheinwerfer und eine blaue Folie vor den anderen und richtest diese beiden Lichtkegel auf eine Fläche und lässt sie sich mischen sozusagen auf der Fläche, dann entsteht die Farbe Magenta. Wenn du das gleiche mit Blau und Grün machst, dann ergibt sich Cyanblau. Und wenn du das dann nochmal mit Grün und Rot machst, dann ergibt sich Gelb. Wenn du jetzt drei Lampen nimmst und die drei Grundfarben alle auf eine Fläche gibst, dann erhältst du wieder Weiß. Häufig wird sowas in Theatern, im Farbfernsehen oder auf Bühnen angewandt. Ja, das wäre es von mir zum Thema additive Farbmischung. Wenn ich es dir gut erklären konnte, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen, wenn du nichts weiter von diesen coolen Themen verpassen möchtest, die noch folgen. Ich freue mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte und ich hoffe, ich sehe dich gleich im nächsten Video. Viel Erfolg, dein Malermeister Max Tiede.